Was musst du? Willst du jetzt ein Foto machen oder aufnehmen? Ich nehme dich auf. Kannst du mir auf Toilette folgen? Ey, das ist echt. Ich hab gedacht, du hast einen Freund. Du darfst noch draußen warten. Okay, alles klar. Okay, ja, wie die letzten Wochen so waren, relativ anstrengend. Also mir fiel das irgendwann auch ein bisschen schwer mit dem Essen. Wir haben das so ein bisschen umgestellt gehabt. Ja, also ich hatte keinen Hunger, das auf keinen Fall. Aber es wurde einfach anstrengend, weil ich nicht essen kann, worauf ich mal Bock habe. Und darauf freue ich mich eigentlich jetzt auch am meisten, wenn der Wettkampf erstmal um ist, ein bisschen Pause zu haben. Und ja, und dann geht's eigentlich schon weiter. Startest du jetzt nochmal? Nee, oder? Ja, erst im Herbst wieder. Im Herbst für die Weltmeisterschaft. Die WM-Quali ist im Oktober und die WM wäre dann im November. Genau, okay. Das ist erstmal so geplant. Mal gucken. Na gut, da kannst du erstmal einige Monate Pause gönnen. Ja, Monate. Richtig Pause gönnt man sich dann nicht, aber einfach mal, wenn ich irgendwo Bock drauf habe, dass ich dann sagen kann, ich esse das jetzt. Wenn ich ein Stück Kuchen essen will, dann esse ich ein Stück Kuchen. Oder vielleicht auch den ganzen Kuchen. Damit du genauso süß bleibst, wie du bist, ne? Genau. Ja, ja. Jetzt freue ich mich erstmal auf heute und ich denke mal, in einer Stunde bin ich dran. Ja. Alles klar, wir drücken dir die Daumen. Danke. Sascha voll grob. Immer. Das ist schlimmer, als den Lavi von mir mal gemacht hat, wo ich den nicht mal schlagen wollte. Du bist echt ein Idiot. Ich bin mittlerweile so gewöhnt, dass er das so macht. Guck mal da, sein drauf gedrückt. Aua! Ich brauch den Stuhl. Ja, hol dir den Stuhl. Lisa, willst du später auch füllen? Ja, ich kann's auch füllen. Ja. Egal, gibt's da irgendwas mit Käse und alles drauf. Ist so wie gut. The victory, the gold medal, and the lead pro car goes to Lisa Maiswinkel, Germany.
ja, heute ist ja schon ein Tag wieder danach. Ich habe es mir gut gehen lassen gestern Abend. Nach meinem Sieg. Ja. Hätte ehrlich gesagt gar nicht erwartet, dass ich das gestern gewinne, irgendwie, nachdem ich das Starterfeld da gesehen habe. Es war schon große Konkurrenz. Bin mega stolz auf mich selbst, dass ich die jetzt die ganzen Monate durchgezogen habe und bin aber auch jetzt froh, erstmal so ein bisschen zur Ruhe zu kommen und dass der letzte Wettkampf erstmal gelaufen ist und ich das Essen genießen kann und Ruhe habe und auch mal nicht unbedingt trainieren gehen muss, wenn ich nicht will. Ich werde wahrscheinlich trotzdem gehen, aber ja, genau. Und jetzt erstmal gucken, dass alles wieder in Gang kommt, wieder läuft und dann greifen wir dann im Herbst wieder an. Ganz großes Dankeschön geht auf jeden Fall an mein Team, Sportmann Engel. Mega einfach die Unterstützung, immer ist jemand dabei, man bekommt so viel Unterstützung von einfach allen und so viel Zuspruch und auch so viel Support von allen anderen. Also ich habe so viele Nachrichten erhalten, das ist ja unglaublich. Vielen Dank dafür. Bin ich immer noch sprachlos. Genau. Großes Dankeschön geht auch an den Sascha, der mich immer aushalten musste. Ja, genau. Und überall unterstützt hat und mitgezogen hat. Und ja, genau. Das ist erstmal so die wichtigsten von allen. Gut. Alle anderen natürlich auch. Und aus. Und aus. Wie soll ich mich denn noch bedanken? Gibt's noch jemanden? Naja, der Typ, der die Kamera immer hält. Fabrice! Ich habe Fabrice vergessen. Okay, ich bedanke mich bei dir. Okay. Für deine tatkräftige Kameraführung. Ohne mich hättest du nicht mal so viele Bilder gehabt. Hast du recht. Da hast du recht. Du kannst es aber auch sehr gut. Schöne Fotos gemacht. Auch wenn ich dann immer vorher erstmal fluche, jetzt kommt er wieder mit seiner Kamera. Ich möchte jetzt keine Fotos machen. Ja, und dann bist du die Erste, die mir schreibt. Wir haben gestern keine gemacht. Doch, ich habe Bilder von ihr gemacht. Echt? Ja, ich habe Bilder von ihr gemacht. Ich schicke dir die zu, keine Sorge. Ich blende ein, zwei hier ein, weißt du? Oh ja, genau. Es geht ja theoretisch eigentlich schon darum, dass man viele Bilder hat in schönen verschiedenen Bikinis. Genau. Ja, ja. Nee. Danke. Bauer. Okay, los. Hi, ich bin Lisa und ich bin 21 Jahre alt und komme aus Hamburg und bin heute hier bei dem Diamond Cup in Luxemburg in zwei Kategorien gestartet, in der Bikini Fitness Junioren und in der Frauenklasse und habe zwei Medaillen geholt, worüber ich super glücklich bin, hätte ich nicht mit gerechnet. Dass ich früher die EM-Quali gemacht habe und dann im A-Team nach Santa Susana geflogen bin zur EM. Dort habe ich dann Bronze geholt bei meinem allerersten internationalen Start in der Bikini-Junioren-Klasse. Und ja, bin dann eine Woche später hier auch auf die Deutsche gefahren, habe meinen Titel erfolgreich verteidigt, bin nochmal deutsche Meisterin geworden und jetzt bin ich heute 5 Wochen später hier und ja, habe 2 Medaillen. And the gold medals goes to Lisa Maus, Germany. Yeah.
Congratulations, Lisa Maus, Germany winner in Junior Women's Bikini Fitness. Ein riesen Dankeschön an das ganze Sportnahrung-Engel-Team, die es mir ermöglicht haben, hier beim Diamond Cup zu starten. Hat mich wirklich super gefreut und ich freue mich natürlich auch, dass ich ganz gut platziert worden bin und auch ein bisschen was damit vielleicht zurückgeben konnte. Hi, ich bin Anna, ich bin 29 Jahre alt und Bikini-Fitnessathletin bei den kleinen Zwergen, bis 1,60 quasi. Ich habe letztes Jahr mit den Wettkämpfen gestartet, letztes Jahr im Frühjahr. Dort habe ich yes, let's go! Quarter to the right. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls don't swallow, la, la, la. Bust down on my wrist. Habe ich dann die Newcomer-Meisterschaft gemacht und im Gesamtsieg gewonnen. Dann folgte die NRW-Meisterschaft, die Deutsche Meisterschaft und dann genau vor einem Jahr hier in Luxemburg mein erster internationaler Wettkampf. Und da habe ich auch Bronze geholt, genau wie heute. Dazwischen lagen auch noch ein paar andere Wettkämpfe, wie die WM in Polen zum Beispiel. Da habe ich dann den Platz 4 gemacht. Und danach kam noch die Deutsche Meisterschaft mit dem Gesamtsieg. Also aktuelle deutsche Bikini-Meisterin. Nach heute ist auf jeden Fall erstmal Pause. Wie gesagt, ich habe den dritten Platz bei der Bikini 1 gemacht, bis 1,60. Ich bin auch super happy damit. Ich habe nicht damit gerechnet, weil ich ein bisschen Probleme mit meinem Körper hatte, die Form auch zu halten. Es macht einfach nicht mehr alles so mit, weil ich von letztem Jahr bis jetzt eigentlich so gut wie durchgemacht habe mit den Wettkämpfen. Und ja, mein Körper, der braucht jetzt definitiv eine Pause. Das wird er nach heute auch bekommen. Und morgen bin ich auf jeden Fall bei der Sportnahrung Engel noch dabei mit den Fly to Stage Mädels. Da gibt es ein kleines Posing-Seminar und wir machen uns da einen netten Tag. Und ich bin total gespannt auf die neuen Mädchen, die da nachrücken dann in der Herbstsaison und versuche natürlich, das Beste aus denen rauszukitzeln.